Oscar-Preisträger und zweimal Sexiest Man Alive. Der einst begehrteste Junggeselle der Welt wird 60 Jahre alt. Eine Tatsache, die George Clooney nicht sonderlich begeistert. Mit dem für ihn typischen trockenen Humor kommentiert er seinen bevorstehenden Ehrentag. Er sei nicht begeistert, sagte der Hollywood-Star, aber es sei besser als tot zu sein. Der 1961 in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky als Sohn eines Fernsehmoderators und einer Schönheitskönigin geborene Clooney hatte erst spät Erfolg. 10 Jahre lang schlug er sich mit kleinen Rollen durch, bevor ihm 1994 als Arzt Doug Ross in Emergency Room der Durchbruch gelang. Der Schauspieler mit den sanften braunen Augen, dem dunklen Teint und der warmen Stimme wurde zum Serienstar und Sexsymbol und bald auch im Kino erfolgreich. Während seine ersten Rollen noch mäßige Begeisterung hervorriefen, gab es 1998 für seine Verkörperung eines charmanten Bankräubers in Out of Sight viel Lob. Endgültig zum Superstar wurde Clooney dann 2001 in der Gangsterkomödie Ocean's 11 an der Seite von Brad Pitt. Mit den Jahren wurde sein Schauspielrepertoire immer breiter. Er spielte Klamauk-Figuren wie in der Komödie Oh Brother, Where Are You, aber auch moralisch zwiespältige Charaktere wie in dem Anwaltsthriller Michael Clayton. Für seine Verkörperung eines CIA-Agenten in dem Nahost-Thriller Syriana gewann er 2006 einen Oscar als bester Nebendarsteller. Seit 2002 agiert Clooney auch hinter der Kamera und das mit großem Erfolg. Für den Schwarz-Weiß-Film Good Night and Good Luck wurde er für den Regie-Oscar und den Drehbuch-Oscar nominiert. Nicht nur seine Filme sind politisch, auch sein Engagement. So unterstützt er die Demokratische Partei und sammelt Geld für wohltätige Zwecke. Wegen seines Engagements für die Krisenregion Darfur wurde er 2008 zum UN-Friedensbotschafter ernannt. Da passt es, dass er seit 2014 mit der bekannten Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin verheiratet ist. Gemeinsam hat das schöne Paar die Zwillinge Ella und Alexander.